Ja, also wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt auf der Arbeit, wie es bei manchen Leuten der Fall ist. Und seit 3 Jahren sind wir dann jetzt auch zusammen, fest als Paar. Und uns war relativ schnell zu Beginn unserer Beziehung eigentlich klar, dass wir sowohl noch heiraten möchten, als aber auch, ne, wenn es bei uns noch technisch klappen sollte, zusammen vielleicht auch noch ein Kind bekommen möchten oder 2. Hatten aber auch direkt aufgrund unseres Alters natürlich uns selbst die Frage gestellt, ob das auf natürlichem Wege noch klappen wird. Und, genau, wir sind beide schon über 40 und dann war ich bei der Kinderwunschklinik und er war praktisch bei so einem Urologen wegen Spermiogramm. Ich war dann dort und dort wurde relativ schnell bestätigt, dass meine Eizellen, also sie hat das auch ziemlich so locker oder hab ich schon fast gesagt, ja, dass man einfach nichts mehr sieht und dass da nichts zu holen ist und nichts zu machen und auch in Deutschland einfach der Weg mit der Kinderwunschklinik nicht zum Erfolg führen würde. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, haben halt im Internet recherchiert. Wir hatten auch schon mal über Adoption gesprochen, aber dafür sind wir halt beide zu alt. In Deutschland mit Ü40 nicht möglich. Und ja, dann kam halt deswegen die Eizellspende, also so als Lösung. Das Schöne ist ja bei so einer Eizellspende, es wächst ja im eigenen, sag ich mal, Bauch und eine Gebärmutter heran und man hat halt dieses ganze Gefühl oder diese ganzen Erfahrungen, die man in der Schwangerschaft macht, kann man so durchleben. Das ist ja das Schöne daran. Und letztendlich haben wir dann nach einer kurzen Recherche festgestellt, dass wir uns da in Tschechien am besten aufgehoben fühlen und ja, haben uns dann auch gefreut, dass es dann relativ schnell losgehen konnte. Genau, also wir hatten als erstes mit der Barbara, die Patientenkoordinatorin, Kontakt. Die spricht ja sehr gut Deutsch und dann später, sag ich mal, noch die Klinik besichtigt und dann waren wir begeistert. Das war alles die beste Technik, die man sich vorstellen kann. Alles so super modern. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es 2 Wochen waren, die man warten musste, aber auf alle Fälle hatte ich einen Termin beim Frauenarzt hier in Deutschland und mein Frauenarzt ist auch eben sehr feinfühlig und dann hat er halt auf einmal gesagt, doch, also ne, ich bin schwanger und ich weiß noch nicht da auf diesen, also jetzt werde ich auch ein bisschen emotional, aber so wie ich da saß und so dachte, ne, so, also die sind die Tränen gekullert und man war dann auf einmal so glücklich, dass es halt doch geklappt hat, schon beim ersten Mal, ne, das ist ja wirklich weiß ich nicht, ist ja wie ein Wunder, gerade wenn wir beide Ü40 sind. Wer wie kennt. Also wir sind mit dem Resultat und dem Ergebnis mehr als zufrieden, schwer verliebt und es ist der beste Schritt in unserem Leben gewesen, den wir halt wählen konnten.